Hey, Servus Leute, mein erstes Event steht jetzt an hier. Black and Blue Friday. Ich dachte natürlich, dass es erst am Freitag startet, aber es geht halt jetzt schon los. Falls ihr euch wundert, warum ich hier so wenig Kohle habe, ich habe einmal zurückgesetzt, weil ich ein paar Engel da gehabt habe und habe die jetzt eingesetzt. Ich klicke mal jetzt Warner Adventures Tab. Klicke ich auf. Okay. New Future. Denke, der geht schon los. Hallo. So. Mich verarscht. Das muss doch irgendwie. Ich verstehe diese Adventures nicht. Das muss man doch irgendwie da nebenbei mitmachen. Oder sind das. Get ready for the capitalistic. Ich verstehe das jetzt nicht. Click the Adventures tab and let's move. Habe ich geklickt? Hier, habe ich reingeklickt. Will mich verarschen? Ich habe heute ein Event schon verpasst. Das war Mittag. Ich habe mal vergessen. Ich dachte, nun wäre Nachmittag. Und deswegen habe ich erst am Nachmittag reingeschaut. Und ja, war natürlich ein bisschen blöd dann. Da war schon alles vorbei. Also übrigens habe ich in einem Video was Falsches, oder zwei Videos was Falsches erzählt, dass man die Multiplikatoren, wenn man die einmal raufgeklickt hat, dass man die nicht mehr zurücknehmen kann. Das stimmt natürlich. Man klickt einfach normal rauf, so bis man wieder bei 1 ist oder 10 oder wie viel man kaufen wollte. Ja, jetzt verstehe ich nicht. Wie läuft das mit den Adventures? Bin ich verarscht, ey. Oder? Schade, ist natürlich blöd. Jetzt hätte ich auch mal gerne zeigen können, wie das abläuft. Hier sieht man, ich habe jetzt 37 Engel, eigentlich hatte ich 38. Und hab aber einen Engel hier für diesen, wie man es hier oben sieht, diesen Easy Buy oder Easy Upgrader gekauft. Das heißt, man muss ja nicht auf die Upgrades klicken, sondern kann das direkt von hier oben kaufen. Eigentlich für den Arsch. Ist jetzt nicht wirklich, ja, also der, okay, der Engel war nur ein Engel, ist egal. Aber, hätte ich mir was sparen können, aber ich wusste ja nicht, was das ist. Die anderen geben jetzt je, also 37 mal 2%, also jeder Engel hat 2%, das muss man zusammenrechnen, das sind jetzt irgendwas so 76% oder so kriege ich jetzt mehr. Also in meinen Geschäften hier verdiene ich mehr. Dadurch habe ich aber alles verloren und musste nochmal von vorne anfangen. Also ich hatte schon alles gehabt hier bis Ölfirma runter. habe wirklich, ich weiß nicht, ein paar Trillionen erstmal eingenommen. Ich habe ja vorgestern erst angefangen zu spielen. Aber jetzt ist alles weg, jetzt muss ich nochmal vorne anfangen. Das mache ich dann auch erstmal weiter. Und ich dachte, hier kommt erst. Ich weiß nicht, das irritiert mich jetzt hier. Mann! Black Friday. Und was war das andere? Blue irgendwas? Ich hab das schon vergessen. Ich fühle mich beschissen, würde ich gerade sagen. Ich fühle mich betrogen und ja, das ist auch Beschiss. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, gut. Mehr ist hier jetzt erstmal eigentlich nicht zu sehen. Ich guck mal hier. 50. Ach. So, Profit maximiert. Also wenn es mal irgendwann ein bisschen mehr wird, schaue ich nochmal rein. Ansonsten nehme ich jetzt wahrscheinlich Freitag erst auf. Ich wundere mich, warum das jetzt hier. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich dachte, jetzt geht hier echt mal was los, aber offensichtlich nicht. Ich klicke hier einfach rauf. Verzweiflung. Das ist Verzweiflung. Aber ich schätze mal, das war einfach nur so ein Hinweis, dass man da mal hinschaut und dann ab Freitag dann reingucken. Ja, danke erstmal fürs Zuschauen. Bis demnächst, Leute. Ciao.